Meine Damen und Herren, willkommen zurück in diesem deutschen Let's Play. Wo habe ich mir was angeschaut von meinen Klassen? Ausrüstungssachen? Nein, nein, das kommt erst alles. Das kommt erst alles. Eigentlich, ja, ja, passt schon so. Machen wir weiter. Es wird eh noch genug Loot hier geben. Und genug Action gleich. Denn der Fischermann kommt jetzt als nächster Boss. In circa 10 Minuten. Ja. Kein Boot an diesem Steg. Ah, da drüben ist wohl eins. In dem Trockendock. Schaut nicht so trocken aus. Jo, das Outfit passt überhaupt nicht zusammen. Irgendwie schaut das falsch aus. Verfluchte Glocke. Jetzt, Verbannte, Angriff! Was zur... Wir haben die Veränderte! Ah, das ist viel zu leicht besetzt. Wieder ein Schüsse. Rebell! Das Dorf ist nicht verlassen. Das war eine verdammte Falle. Mal schauen, ob das besser wird dann. Hopp, Fixco-Party. Verdammt, wie schlecht. Mit den mir ein Ausweich wollen, habe ich keine Chance. Ich kann Quickscope, okay. Aber das hilft mir ja gar nicht, das Ding. Ah, doch, hat mir was geholfen. Geschützt, du bist dran. Oh, mitten in dem Po. Mein Geschütz wieder kaputt. Oh, das soll ich nicht kommen sehen. Hopp, ist da wieder einer raufgekommen? Ist, ja. Der war mal ein guter Quickscope. Wird schon besser, die Quickscopes. Vielleicht sollte ich mich nicht beschweren, dass das Spiel so leicht ist. Oh, jetzt bin ich mitten reingehupft, wie ein Idiot. Wie ich den verfehlt, verdammt. Oh, okay, okay. Die Sniper gefällt mir. Das ist schon mal was Gutes. Hat gar nicht die andere Waffe getestet. Okay, jetzt schnell zum Boot im Trockendock. Und dann nichts wie weg von hier. Bam, bam, bam. Bam, bam. Ah, Repetiergewehr. Ah, nee. Was haben wir hier? Ha, wie viele Sniper wollt ihr mir noch geben? Warte mal. Gewehr, Einzelschuss. Das heißt, die teilen nicht die gleiche Munition. Ja, ja. Besten wir es halt. Ohne es mir durchzulesen, natürlich. Das Outfit schaut so cool aus bei den männlichen Outriders. Passt hier irgendwie nicht. Ah, ich hab's hier mir angedeckt. Warum ich mich dort Rückzug. Komm schon. Ich hab ins Bein geschossen. Okay, ist doch ein bisschen nice. Kann ich zwei Geschütze werfen? Nein. Das war der schlechteste Geschützwurf ever. Vielleicht noch eins geworfen. Der Cooldown ist kräftigst. Gute Arbeit, Geschütz, gute Arbeit. Das hat ganz schöne Reichweite. Schaut euch das an. Alles gefroren. Ach, verdammt. Meine Schüsse treffen. Schütz, du bist dran. Setze Schleimbombe ein. Genau. Die Tacke gibt's doch. Aber da ist die Kiste.
Schöne Rückendeckung geben. Bam, bam. Eigene Munitionstypen. Oh, ich lege ihn einfach an. Nur Maus, das schaut so falsch aus. Das schaut so falsch aus. Oh, wo ist der Wandel? Wo ist der Wandel? Lebenswelle. Habe ich das drinnen? Das schaut doch auch falsch aus. Das ist kein cooler Poncho. Oh, das schaut falsch aus. Lebenswelle. Nehmen wir das einfach. Ich habe gar nicht geschaut, was ich sonst noch habe. Kälteeinbruch, Lebenswelle, Schrottsplitter, Festgeschütz, Kälteeinbruch. Also gehen wir einfach Kälteeinbruch wieder hinein. Uwara. Hier, dann machen wir das so weg. Und hier probieren wir mal die Lebenswelle aus. Ja, das heilt mich einfach. Das brauche ich wahrscheinlich hier nie. Heilung. Okay. Ja, bis zum Endgame werde ich das schon herausgefunden haben. Und ein bisschen eine bessere Loot bekommen haben. Hab ihn. Und dann wird weitergespielt. Technomancer auch viel mehr. Verflucht. Das Boot ist ein Wrack. Ist das der Fischer? Nein. Nein, das kann nicht sein. Das kann kein Geist sein. Ich muss mich zusammenreißen. Thiagos Geschichten machen mich ganz verrückt. Irgendwie haben wir in vielen Spielen... Oh, wir sehen etwas Komisches. Ein Nebel zieht über den Fluss. Und in ihm ist ein Licht. Du musst dort weg. Ja, du musst weg. Und wir haben in vielen Spielen alle Frauen den gleichen Körpertyp. Wenn ihr Assassin's Creed gespielt habt in den letzten Jahren, wisst ihr, was ich meine. Da gibt es auch nur einen Körpertyp für alle Frauen. In diesem Spiel schaut es auch so ähnlich aus. Dafür sind alle Männer auch gleich groß. Ich schätze, das ist der Ausgleich. Oh, ich werde besser. Meine Quickscope-Künste werden besser. Ich habe voll Bock auf Snipen. Darauf freue ich mich richtig. Endlich mal snipen zu können in diesem Spiel. Das hat schon meistens Spaß gemacht, wie ich es damals als Trickster probiert habe. Aber es Trickster hat das ja null Sinn. Mehr Geister für unsere Geisterstadt! Lass mich durch, Fischer! Ich will keinen Ärger mit dir! Oh boy. Und das für eine Stimme. Ganz recht. Ich bin ein scheiß Geist, du ECA-Schlampe. Ich mache aus dir. Das S-Wort gesagt. Er hat das S-Wort gesagt. Hopp, stopp. Nein. Okay, jetzt weiß ich, für was ich mein Lebensding brauche. Oh, damn. Das hat keinen guten Cooldown. Verdammt, ist der Cooldown langsam. Dass ich mir eine Nahkampfwaffe einpacken kann. Hopp. Oh, verdammt, you. Ich stelle vielleicht echt. Ah, wird dann doch nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Hopp, die Waffe hat Freeze. Hab sie mir nicht durchgelesen, wie schon gesagt. Dodge. In der Ecke gesetzt. Sollen die meisten doch nicht mit drauf kommen. Hopp, Granaten. Ich renne schon rum und no-scope. Na, ich kann mich nicht zurückziehen. Ups, sie sind ein bisschen abgelenkt.
Oh, ich bräuchte einen dritten Waffenslot. Der Fisch versteckt dort hinten. Nein, jetzt kommt er. Oh boy. Weg mit dem Fisch am besten. Okay. Wo ist mein Geschütz? Steht nirgends gut herum. Was war das für eine Wackeleinheit? Nicht da. Ah, da sehe ich schon mehr Loot auf mich zukommen. Wie was kam. 3 Schüsse. Oh. Ich schwöre, ich habe absichtlich verfehlt. Eindeutig habe ich das. Das sieht doch cool aus. Habe ich ein leichtes Sturmgewehr? Die pushen gerade eh nicht. Schütz, du bist dran. Das coolste LMG, das schießt mir am Anfang schon zu wenig. Ja, ich werde wahrscheinlich ziemlich viel auf Freeze setzen, so wie es ausschaut. Bist du dir sicher? Ich habe ein Boot. Am besten verschwinde ich jetzt von hier. Oh, wir haben neue Loot. Eine neue Kapuze. Schrotsplitter. Was haben wir da drauf? Geldeinbruch nehmen. Ja. Ja, dann wir wechseln. Warum nicht? Natürlich. Natürlich können wir da durchwechseln. Peiniger. Nein, das diesmal nicht. Was habe ich da Pestgeschütz drauf? Das beholten wir. Ah, verdammt. Was habe ich da jetzt genommen? Schrotsplitter. Lebenswelle. Lebenswelle gebe ich weg. Lebenswelle gehe ich weg. Rotsplitter haben wir. Das ist eine Granate, oder? Das ist eine Granate. Ah, ich glaube, das wird mir auch nicht so ganz gefallen. Würde ich mal sagen, aus Erfahrung. Ab. Inventar kann ich mir noch durchlesen. Wo ist das gute Sniper? Das gebe ich mir zurück. Hier. Was habe ich da für Effekte? Minenfeld, Essenz, Dieb, Frostkugeln, Anfälligkeit. Ja. Analyse-Woge, Primitarium, das sind Explosionen, Vampir, Blutung, habe ich sonst noch was Gutes, Frostkugeln, Schneebro, das ist alles nicht das Beste. Ich brauche mal was Goldenes. Sturmgewehr behalten wir uns, leichtes kommt weg, Sturmgewehr Standard, das kommt weg. Die zwei Sniper behalte ich mir. So. Gut. Und wir sind wieder zurück. In dieser Form. Ah. Okay, es ist eine Mine. Eine Mine. Sollte Muni holen, weil ich glaube, es geht direkt in den Fight weiter. Und den gönnen wir uns natürlich auch. Ah, mal schauen, habe ich einen welchen Stufenlevel ab? Hier muss ich schauen, dass ich da ganz schön dahinter bin. Nein, haben wir noch nicht. Schade. Nur diese Level-Up-Packs habe ich mir noch gar nicht durchgelesen, werde ich noch extra machen. Leben. Und leben. Ich habe keine Schilder oder so irgendwas bekommen bis jetzt, also werden wir mal alles in Leben werfen. Muss ein bisschen tankiger werden und ein bisschen tanktopiger. Hey, Tanktops sind cool. Ich trage auch nur Tanktops, überhaupt im Sommer. Wohin du jetzt gehst, dorthin bin ich noch nie gekommen. Wenn Black Gulch der Bauch der Bestie ist, ist diese Festung das Maul. Gefällt mir nicht, dass du da reingehst. Überleg's dir nochmal. Das geht nicht. Das kann niemand für mich übernehmen. Wenn...
ich nicht zurückkomme. Du musst. Sonst war's das für uns. Für immer. Wenn Chana, wie aus meinem anderen Teil vom Let's Play, das Kind vom Outrider bekommen hat, was blaue Augen hatte, von wem bekommt Jaya das Kind, wenn ich als weiblicher Outrider spiele? Chana rennt hier mit Kind zum Schluss in der letzten Cutscene und ihren Visionen herum. Da hätte ich ja noch einen Satz reinfügen können. Oder noch drei. Ich hatte ja die Vermutung, dass es ein Outrider-Kind ist. Ein verwandelter Kind. Das sollte der Abwasserkanal sein, durch den ich geflohen bin. Da drin ist ein Rohr, das hoch zum Hinrichtungshof führt, direkt unter der großen Klinge. Ich erinnere mich an die Leichen, über die ich damals kriechen musste. Zu dieser Tageszeit sollte der Hof leer sein. Die Henker arbeiten nur bei Sonnenaufgang. Ja, die reden gar nicht weiter, wenn ich... Ja klar, das weiß ich. Natürlich wissen wir das. Immer schön Hoffnung haben auf die Kommandantin. Sicher, dass das der richtige Weg ist, Thiago? Nicht, dass wieder so etwas wie im Dorf passiert. Ich erinnere mich genau. Vertrau mir, Outrider. Oh, nee. Nee. Auf keinen Fall. Gut, wenn jemand sagt, vertrau mir. Oh, neue Rüstung. Big Money, Werkzeug der Vernichtung. Das hat auch keinen Sinn. Ich habe mir Werkzeug der Vernichtung noch nicht mal durchgeschaut. Ich werde ja gleich merken, was ich brauche, da ich jetzt ein bisschen Auswahl habe. Ein bisschen schwierig mit neu anfangen und zufällige blaue Loot nur bekommen. Ja, wenn ihr die Anomalie überlebt, wird es toll werden, sonst nicht, Jungs. Nee, da gehe ich nicht hin. Wie geht's? Was soll ich durchgehen? Der Komposter zieht den Bauch die ganze Zeit ein. Ja, da durchkriechen ist nicht das Geilste. Aber keine Sorge, es sind nur Männer, Mädel. Es gibt nämlich keine toten Frauen in diesem Spiel. Nur tote Männer. Yep. Wow, krasse Klinge. Hey, wer zur Hölle bist du? Mann, was zur Hölle? Die Veränderte. Die Outrider ist hier. Legt sie um. Für die gibt's ein Kopfgeld. Wir sind reich. Darf ich? Er sagt, lass uns tanzen. Hopp. Das ist ein Dreischussgewehr. Jetzt vorher testen sollen. Aber das macht mir dann Schaden. Ich werde noch mein Geschütz random. Mach die Granate. Wo ich die jetzt hingeworfen. Ah, ist gar nicht so schlecht. Very decent. Ja. Schädel raus. Hey! Ob ich das noch schnell schaffe, mitten im Kampf ein Apokalypsen-Tier hochzudrehen? In Englisch auch nicht viel besser. Die Henker arbeiten nur bei Sonnenaufgang, ja? Danke vielmals, Thiago. Apokalypsenrang. Mitten im Spiel verändern. Schon eine Belohnung abholen. Was ist das?
Verdammt, Schaden machen sie genug. Ich brauche auf jeden Fall Deckung. Nein, Abstand halten. Ich stehe nicht drauf, wenn man zu nahe kommt. Boom. Damn. Ja, ich brauche definitiv mehr Leben. Schaden passt nämlich. Einen guten Wurf haben hat sie nicht. Die oh, da ist eine Kiste, cool. Eben komisches Hitfeld. Oh, die Shotgun-Typ muss ich genau aufgeben. Genau aufgeben. Theoretisch passt die Waffe gut für sie, weil sie eher eine Distanzkämpferin ist. Neue Hose, was haben wir hier? Schrotsplitter. Das ist genau das, was ich schon hatte. Ah, wo habe ich die Schrotsplitter? Hier, oder? Nein. Hier, Schrotsplitter. Geldeinbruch. Verdammt, wechsle ich darum für nichts und wieder nichts. Und für die Burn-Effekte haben wir auch Pestkugeln. Jetzt nehmen wir was Neues hier. Ja, warum nicht? Wieder das. Ist alles gerade ziemlich random. Kälteeinbruch. Werkzeuge der Vernichtung. Was habe ich jetzt? Schrotsplitter, Pestgeschütz, Werkzeuge der Vernichtung zweimal. Also. Lebenswehr hier. Verdammt, ist das random. Das gefällt mir gar nicht. Doppelläufige Waffe. Die haben wir drauf. Ach, habe ich schon wieder den Nicht-Schieß-Glitch? Ja. Nein. Kann ich schießen? Aber geht das einfach gerade nicht. Beinschutz. Komm, gib mir was, was ich auch brauchen kann. Lebenswerte. Ich muss mir dann mal einen Shop gönnen, wenn ich da wieder die Chance habe. Ich bin es. Ich habe zur Anomalie gebetet. Und da bist du. Bitte, befreie mich! Oh, ihr Götter, ich überlebe! Da haben Sie keine nervigere Stimme gefunden. Veränderte, ich verdanke dir mein Leben! Ich könnte einen Ortskundigen gebrauchen. Sagt dir Black Gulch etwas? Ja, aber... Nein, da willst du nicht hin! Niemand kehrt aus Black Gulch zurück! Nicht einmal eine Veränderte! Du verdankst mir dein Leben. Ah, okay. Dir den Weg frei. Hey, dich kenne ich doch. Lang her. Seth hat mich in der Schlacht auserkoren, dich zum Grand Marshal zu führen. Oh ja, also wie in den alten Zeiten. Da ist genau mein Spiel gefrozen. Hoffentlich nicht, dass es wie in den alten Zeiten ist. Was wollte ich jetzt? Da passt alles. Ja, da passt alles. Oh, habe ich schon meinen persönlichen Simp in diesem Spiel. Alles in Ordnung, Outrider? Du hast mich mitten in einen Hinrichtungshof geführt. Und ein verlassenes Dorf war voller Rebellen. Tut mir leid. Mein Gedächtnis. Offenbar erinnere ich mich nur ungern an meine Zeit in dieser Hölle. Ja. Ah ja, ich sehe schon, meine Sniper wird schon schwächer. Und so Freak. Das ist ja noch schlimmer als beim letzten Mal, wo ich erstmal anders gespielt habe. In Englisch. Oh.
zum Explodieren. Steht perfekt da hinten. Ich bin nicht gut bei Sachen werfen, ich sehe schon. Oh. Der Sniper muss weg. Schau sie dir an. Die beiden hätten eine Chance gegen dich. Oh, was haben sie? Die Granate war wieder miserabel. Vorsicht, diese Tote, da zuckt doch. Oh Gott. Der hört nicht auf zu reden. Der wiederholt sich. Ich weiß es. Oh, eine Großtat, wilde Kriegerin. Oh, Fresse. Fresse, bitte. Wie großartig, dich in Aktion zu sehen. Du bist der fleischgewordene Sturm. Und du bist die fleischgewordene Nerv. Oh, verdammt. Wollte reinstürmen. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Er hat auf zu reden. Er hat auf zu reden. Bum, bum. Ja. Und ich würde die Episode dann gleich mal ausmachen. Mir in der Werkstatt da drüben ein paar Sachen zusammen meistern oder schustern. Mir mal ein bisschen die Ausrüstung umstellen, dass ich irgendwie eine Routine da drin habe. Jetzt muss ich mir. Du bist schlimmer als Thiago. Weißt du überhaupt, wohin du gehst? Oh, es tut mir leid, du Erhabene. Wir sind gleich da. Ich schwöre es. Nun sieh. Okay, er hat aufgehört. Was haben wir? Ja. Ich werde mir meine Ausrüstung anschauen. Mal ein bisschen was zusammenstellen, was vielleicht ein bisschen mehr Booms hat. Bart vorbei. Peace out.